Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Yoshis Woolly World weiter und wir sind bei der Hälfte von Welt 6 angelangt. Bedeutet, wir betreten eine neue Burg. Welt 6-4. Knotbärts Himmelsfestung. Okay. Es ist also nicht Monty, aber Knotbärt finde ich ja dann unterm Strich doch ein ganz klein bisschen enttäuschend. Ein ganz kleines bisschen. Also war es im Endeffekt wirklich nur Monty und Knotbärt, die dann immer in den Zwischenfestungen gehaust haben? Oder sehe ich das verkehrt? Kann auch sein, dass ich mir jetzt gerade spontan an irgendeinen nicht erinnere. Der war dann aber wahrscheinlich auch wirklich eher ein ganz klein bisschen belanglos. Au! Ja, das war sehr intelligent. Hat mich gewundert, warum die olle Kanone die ganze Zeit nicht gefeuert hatte. Aber okay. Oh, das geht aber ganz schön weit nach oben hier. Interessant, interessant. Ah, noch viel interessanter. Die Kanonen hier, die drehen sich auch gar nicht um. Finde ich super. Weil das bedeutet, dass ich ein bisschen mehr meine Ruhe habe. Und ein bisschen gelassener agieren kann. Was zum Teufel? Ach so. Schau mal einer. Guck. Ja, das ist ja höchst interessant. Oh, das ist ja in der Tat interessant. Halt. Einmal so. Dankeschön. Ja, genau so wollte ich es haben. So und nicht anders. Und wow, diese Kugel wird jetzt ja gemein. Der macht die ganzen süßen, kleinen, lustigen, knuffigen Luftballons putt. Das geht ja mal überhaupt gar nicht. Und das kann ich überhaupt nicht verknusen und will ich auch nicht so haben. Nicht in meinem Yoshi-Spiel. Hoppsala. Wechseln wir mal kurz die Seite. Oh, wechseln wir mal kurz die Seite. Um hier rüber zu kommen. Um das erste Garnpaket anzusammeln. So, ist hier irgendwo auf der linken Seite noch was? Ich muss einfach gucken. Es tut mir leid. Es bringt natürlich absolut gar nichts. Wahrscheinlich, nee, ich sterbe nicht. Weil das Spiel gnädigerweise mal ein ganz klein wenig mitscrollt. Scrollt. Mit, es bewegt sich mit. Oh mein Gott. Ich sollte es einfach lassen. So, kleine süße Koopas überall. Das ist so schön. Klarer Fall. Was zum Teufel? Wie bewegt sich das da auf der... Ach so, es hat sich jetzt nur bewegt, um... Ah, um Platz zu machen. Ja, für die Kanone. Okay, das ergibt irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Sinn. Durchaus. Das bedeutet einfach nur, dass Knotbärt einfach nicht will, dass jemand in seine wunderbare Festung eindringt und hier irgendwie so ein bisschen Quatsch macht. Oh, damit hatte ich jetzt nicht wirklich gerechnet. Ich meine, es sah ein bisschen verdächtig aus, okay. Aber ich hatte zuerst es für eine normale, begehbare Wand halt gehalten. Nicht für eine Wand, die man auch tatsächlich, ja, zur Seite schieben kann. Noch irgendwas? Nö, sieht nicht so aus. Okay, für den Moment glaube ich auch erstmal ganz gut. Und jetzt betreten wir, ja, die Burg an sich oder auch nicht. Ist alles so ein bisschen, auch ein bisschen draußen gehalten hier. Ich meine, habe ich auch nichts gegen. Ab und zu auch mal an der frischen Luft unterwegs zu sein. Das tut ja eigentlich auch ganz gut. Und so weiter und so fort. Da kann man sich das Ganze halt auch schön reden. Okay. Muss ich irgendwas mit euch süßen kleinen Koopas anstellen, theoretisch? Oder mache ich das schon richtig so? Nehmen einfach mal an. Oh, dass ich das schon richtig mache. Hopsala. Ist das... Aha. Oh, warum? Boah. Noch geschafft. Okay. Warum verschwindet das so schnell? Das war ein bisschen unfair. Oh. Ah, nee. Okay. Ich habe aus dem Augenwinkel die grüne Röhre schon erspäht und habe mich schon gefragt, wie ich da hinkommen soll. Aber das ist ja Service. Wenn die mir so die Treppe zur Verfügung stellen. Was zum Teufel? Wow. Cool. Naja, so ähnlich, ne? Was zum Teufel? Aha. Ja, so ähnlich, ne? Wow. 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 Es ist mega fies und gemein gewesen. Aber ich habe es überlebt. Auch, naja, auf Kosten eines Treffers, aber ich habe es überlebt. Und das ist ja wohl irgendwie
die Hauptsache. Was war denn das? Ach so, das war ein Cooper-Panzer. Ich bin jetzt gerade gewundert. Schlechte Idee. Die Cooper-Panzer, die aktivieren auch diese Plattform. Das ist ja wunderbar. In der Theorie kann mir aber ganz schön viel auf mannigfaltige Art und Weise verbauen. Oh, interessant. Hätte ich hier ganz schnell machen müssen, um hinterherzukommen. Oder ist es im Endeffekt egal gewesen? Na, sie kommen immer noch in regelmäßigen Abständen. Ach so, sie haben sich gar nicht so weit bewegt. Na dann. Ist das ja vollkommen in Ordnung. Vorsichtig. Ganz langsam. Und vorsichtig. Und einfach mit ein bisschen Ruhe. Und Feingefühl können wir diese Pfade auch entlang schreiten. Ist wirklich aber schon ein bisschen knifflig. Ist eine gute Burg bis hierhin. Eine Ich-mag-dich-Burg prinzipiell. Mal gucken, ob das so bleibt. Oder ob ich früher oder später die Krise bekomme. Das war dumm. Wow. Okay, mal gucken, was hier ist. Aha. Eigentlich ja einfach, oder? Ja. Eigentlich ja einfach. War ziemlich einfach. Okay, scheint auch so, dass die Festung wieder ein bisschen schneller geht. Einfach, ja gut, man muss sich auch verhältnismäßig schnell bewegen, weil diese ganzen Plattformen und so, die lassen einem auch nicht so viel Spielraum, um einfach mal wieder zurückzugehen oder so und sich das Ganze mal in Ruhe anzugucken. Man muss das schon ein bisschen, ja, einfach hinmachen. Interessant. Habe ich auch noch nicht häufig gesehen, dass Kugelwilli-Kanonen so platziert werden. Hoppsala. Igitt. Ja, war aber alles in Ordnung. Und auch das hier sieht so aus, wie eigentlich alles in... das da oben ist der richtige Weg, oder? Ich glaube schon. Ja, ja. Das da oben wird der richtige Weg gewesen sein. Hoffe ich. Denke ich. Glaube ich. Ich gehe zuerst in diese Röhre rein. Alles andere wäre doch blödsinnig. Aha. Ich bin irritiert und weiß nicht, was ich tun soll. Aha. Aha. Wäre es nicht irgendwie klüger, generell das Au so zu machen? Oder auch nicht? Ha, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ein bisschen Sorgen, genau deswegen. Da, weil mir irgendwann die Plattform ausgehen. Okay, ich hau ab. Ich wurde zu oft getroffen, oder? Ich glaube. Ja, wäre ganz gut, wenn noch ein Checkpoint käme oder so. Kurz vor Knotbert wird es ja wahrscheinlich wieder eine Fragezeichenwolke mit ein bisschen extra Energie geben. Aber ansonsten, wow. Ansonsten habe ich ein kleines Problem unter Umständen. Hoppsala. Wo kommst du denn her? Schau mal einer, guck. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass hier einfach so nebenbei eine kleine Blume versteckt ist. Uiuiuiui. Es ist wirklich die reinste Schnuggelwilliburg. Kann man nicht anders sagen. Und sie halten ein Goodbye-Laune. Wow. Hilfe! Oh Gott! Ja, nö, alles in Ordnung. Oh, alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Brauche ich nicht mal mehr die ollen dummen Ballons. Wenn die mir hier alle so tatkräftig nach oben helfen. Eine Blume nur noch. Eine Blume und zwei Stempel. Das bedeutet aber auch, dass jetzt hier hinter der nächsten Tür quasi gesehen Essig ist. Oh. Toll. Ja, gut. Ein Stempel verpasst. Herrlich. Wie unfair ist das denn? Jetzt mal ganz ernsthaft. Okay, es war eigentlich nicht schwer, daran zu kommen. Bin jetzt halb abgerutscht, behaupte ich jetzt einfach mal, aber egal. Gut, hätte sowieso wegen der Lebensenergie nicht mehr gereicht, deswegen passt das. Wir können uns trotzdem, ja, irgendwo hier nochmal volle Lebensenergie besorgen. Und Knotbert selber könnte ja auch ein kleines Problem sein. Deswegen machen wir uns nichts vor. Das Ganze hätten wir sowieso nochmal von vorne machen müssen. Gut, aber wie ich gesagt habe, es war eine schnelle Burg. Ähnlich wie das Schloss der Sneefits. Hi. Der Wolkenboden wirkt irritierend. Jetzt mache ich ernst. Hier ist Schluss mit der Nadelstichtaktik.
Wenn mein Freund hier mit dir fertig ist, kann dich niemand mehr zusammenflicken. Das wäre doof. Aber wo ich herkomme, da gibt's noch hunderte von Yoshis. Naja, ein paar Dutzend. Yoshis, die dir ganz gefährlich werden können. In der Theorie. Interessant. Oder so? Bin mir noch nicht sicher. Hätte ich Knotbert jetzt schon irgendwo treffen sollen? Bestimmt. Er gibt mir hier ein regelmäßiger, also ich bekomme hier ja die ganze Zeit Schnuggelwillis zur Verfügung gestellt. Scheiße. Ach man, ich sollte auch einfach mal seinen Kopf treffen. Wenn er ihn mir schon so zeigt. Ach so. Oh, oder ich muss natürlich einfach nur seine Kanone treffen. Auch interessant. Na gut. So, Knotbert. Was gibst du jetzt als nächstes zum Besten? Es sind nur ein paar Kugelwillis, die vom Himmel fallen. Die ein bisschen die Wolken kaputt machen, aber im Endeffekt ist das jetzt nichts so super Schwieriges. Oh, interessant. Aber im Endeffekt egal, oder? Ja gut, man sollte halt nicht von Knotbert getroffen werden. Aber ansonsten glaube ich, dass es doch eigentlich egal wäre, wenn ich von unten von einem Kugelwill getroffen werden würde. Weil das wäre ja dasselbe, wie wenn ich draufspringen würde. Wenn wir ja ganz ehrlich sein wollen. So, okay. Blups, blups, blups. Oh, das sieht ja wie heilloses Chaos aus. Erinnert ein bisschen an Mario World. Also jetzt im ersten Teil. Da gab es auch so Level, wo irgendwie Kugelwillis von links, rechts, oben, unten kamen und so. War irgendwie auch ganz lustig. Blups. Oh. Na, ach komm. Ja gut. Okay, der Treffer war ein bisschen unnötig. Aber egal. Ich weiß genau, dass du... Ja. Das war auch sehr intelligent. Wo ich doch... Ja, das war auch sehr intelligent. Ach Mann. Wo ich doch eigentlich seinen Schatten gesehen habe. Herrlich. Also zum Schluss macht er ziemlich viel kaputt. Das macht die ganze Sache unfreiwillig blöd. Oh. Ja, lustig. Okay. Ist man jetzt hier noch auf genug Lebensenergie gekommen? Oder... Ich bin mir gerade unschlüssig. Gab es hier noch eine zweite Fragezeichenwolke oder nicht? Weil wenn nicht... Dann kann ich natürlich in der Theorie auch gleich dazu übergehen. Nee, doch. Doch, es gibt prinzipiell genug Lebensenergie. Jetzt habe ich nämlich das eingesammelt. Ach so, aber der Raum hier war scheiße. Vielleicht mache ich hier auch Blödsinn. Oh, scheiße, ja, toll, gut. Na gut, dann kann ich mich auch gleich wieder umbringen lassen. Vielleicht sollte ich den Cooper-Panzer gar nicht aktivieren. So blödsinnig. Ich kann das Ganze hier eigentlich einfach selber machen. Das sollte dann zweckmäßiger sein und ich muss dann nicht auf so viele Dinge auf einmal achten. Mal gucken, ob das jetzt noch gut geht. Ach Gott. Das ist jetzt natürlich auch eine blöde Sache, dass ich versuchen will, das direkt im ersten Anlauf zu schaffen. Weil mir das unter Umständen auch ganz viel kaputt machen kann. Wir gehen da jetzt erstmal rein. Gut, ist im Endeffekt, glaube ich, auch relativ egal. Wow. Okay. Bup, 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 bup. Blups. Toll. Bups, 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 bups. Okay. Nein, ja. Dup, 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 dup. Dup, 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 dup. Wow, das war knapp und doof. Knapp und doof liegen manchmal so nah beieinander. Es ist unglaublich. Hi. Ha. Okay. Kann ich dich einfach so verschießen? Genau. Gut. Hat doch funktioniert. Mensch, Schering, reg dich nicht so auf. Also. Lebensenergie abholen. Wow. War jetzt aber auch wichtig, dass ich euch alle eingesammelt habe. Und dann mal gucken. Ich muss jetzt nur unbeschadet hier hochkommen. Und dann ist die Messe ja eigentlich schon gelesen. Dann muss ich mich wirklich nur noch mit Knotbert beschäftigen. Was schwer genug werden dürfte. Ich weiß, dass ich euch aktivieren muss. Wow. Das war jetzt Zufall, Glück, was auch immer. Es sah trotzdem
einigermaßen nett aus. Hilfe? Ich frage mich gerade. Ups. Ich frage mich gerade, ob ich alles so aktiviert habe. Oh, ich wusste nicht, dass ich noch ein Ei habe. Ich dachte, irgendwie die Eier wären mir abhanden gekommen. Die kleinen süßen Eier. Und bitte nach oben. Dankeschön. Gut. Hat dann ja doch noch funktioniert. So, also Fahrstuhl. Zuerst auf der linken Seite. Und ich habe nicht an die Blume gedacht. Ich bin so ein Honk. Ich bin so ein unfassbarer Honk. Und ich bin noch ein größerer Honk, weil... Oh Mann. Nehmen wir den Controller weg, echt. Ja, am besten aber nochmal bei Knotbert sterben, oder? Weil sonst muss ich ja wirklich alles nochmal von vorne machen. Bis dahin ist ja eigentlich gut. So, Knotbert, bringe er mich um. Blups. Wirklich sehr intelligent. Sehr intelligent, Hering, was du uns heute hier zeigst, aber egal. Ja. Das Spiel, es weiß immer noch zu begeistern. Es weiß aber auch zu beschäftigen. Und das ist wirklich, so eine Sache. Keine Ahnung, ich habe es mir unterm Strich wahrscheinlich wirklich leichter vorgestellt, das Ganze zu Let's Playen. Teilweise, liegt es natürlich ein bisschen am Spiel, dass das Ganze jetzt unterm Strich doch nicht so einfach geworden ist. Teilweise liegt sicherlich auch ein wenig an mir, dass das Ganze irgendwie ein bisschen anders geworden ist. Aber, ja, ist dann in dem Moment einfach so. Und unterm Strich muss ich sagen, bereue ich eigentlich fast nichts. Fast nichts. Ich habe gedacht, dass Let's Play kürzer werden würde. Ja. Und dass ich euch entsprechend, dass es mir entsprechend leichter fallen würde, für mehr Abwechslung nebenbei auf meinem Kanal zu sorgen. Aber dem ist nun mal nicht so, weil das Spiel einfach zu beschäftigen weiß. Ist halt in dem Moment so. Wow. Aber ist halt vielleicht auch nicht so was super Schlimmes. Ich könnte jetzt trotzdem für mich sagen, dass ich nicht unbedingt in nächster Zeit irgendeinen anderen Yoshi's Island Teil Let's Playen müsste. Also ist es nicht so, dass ich, so dermaßen auf den Geschmack gekommen bin, dass ich jetzt unbedingt, oh Gott. Wow. Dass da jetzt ein Ballon war. Eigentlich wäre ich tot gewesen, aber egal. Ich müsste es nicht unbedingt ein Yoshi's Island Teil auf dem DS, 3DS, wie auch immer, nochmal spielen. Jedenfalls nicht in nächster Zeit, sofort. Irgendwann ist dann auch erstmal, dann auch vielleicht ein ganz klein bisschen gut mit Yoshi. Und das hier hat mich ja über weite Strecken schon ganz gut auf Trab gehalten. So, jetzt aber. Jetzt habe ich auch mehr Eier zur Verfügung. Jetzt kann ich so machen. Und jetzt kann ich so machen. War trotzdem total verschwenderisch, aber egal. Prinzipiell habe ich jetzt alles. Gut. Jetzt muss ich nur noch den ollen Knotbert richtig verknoten. Oder entknoten. Damit er... Was wäre für ihn schlimmer? Verknoten? Mehr verknoten? Mehr Knoten reinmachen in seine knotige, voluminöse Cooperbrust? Oder ob ihm das unterm Strich egal wäre. Vermutlich wäre ihm das unterm Strich egal. So. Einmal bitte so machen. Ja. Genau so stelle ich mir das vor. Man kann ihn verhältnismäßig flott, glaube ich, besiegen. Verhältnismäßig. Zumindest wenn man das mit anderen Endgegnern vergleicht. Kann aber auch ein Trugschluss sein. Okay. Genug Eier habe ich jetzt jedenfalls auch. Hier hätte ich ihn vielleicht auch direkt schon angreifen können, oder? Bin mir unschlüssig. Also, er war ja, relativ eindeutig zu sehen, wie er dort oben rechts aufgetaucht ist. Das ist nicht gut, nicht gut. Nicht treffen, dankeschön. Boah, ich habe mir jetzt Sorgen gemacht.
dass ich irgendwie von seiner Masse erschlagen werde. Es hat auch ein bisschen was mit Konzentration jetzt durchaus zu tun. Also ich hoffe, man merkt das, dass ich versuche, mir hier gerade ein bisschen Mühe zu geben. Insbesondere, ja, auch bei dem Abschnitt, wo ja wirklich von allen Seiten irgendwas geschossen kommt. Das ist nicht so einfach. So. Okay. Moment. Nee, ich habe schon... Hab schon begriffen, Knotbert. Ich habe schon begriffen. Oh. Na. Wow, das war knapp. Okay. Jetzt müsste er wieder. Nee, jetzt kommt er von der Seite. Okay. Ja. Ja, und. Bitte. Ach, Gott sei Dank. Die Wolken tauchen auch wieder auf. Ich habe mir jetzt am meisten Sorgen gemacht, was die Landung tatsächlich angeht. Wenn ich, sobald ich die Stampfattacke von seinem. Sobald ich von der Stampfattacke von seinem Bauch wieder herunterkomme, ob ich dann automatisch in den Abgrund falle oder nicht. Das wäre ein bisschen gemein gewesen. Aber gut. Da hat Nintendo mitgedacht und ich habe ihn gleich beim ersten Mal geschafft. Naja, so oder so ähnlich. In diesem Level fehlt mir ein Rücksetzpunkt. Fandest du den Level auch so ein ganz klein bisschen schwierig? Oder wie darf ich das verstehen? Es war nicht gar so einfach. Offen gesagt. Aber unterm Strich eigentlich eine verhältnismäßig gute Burg. Hat mir gefallen. Hat Spaß gemacht. Kaugummi-Yoshi wurde wieder zusammengehäkelt. Ein klebriger Geselle. Den wird man nicht so schnell los. Auch wenn man unter Umständen gerne wollte. Aber na gut. Kaugummi-Yoshi darf unsere Reise jedenfalls als nächstes hier fortsetzen. In Welt 6.5. Und was wir da alles so erleben werden, das sehen wir eben beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Yoshis Woolly World. Ich glaube, ich mache für heute dann aber erstmal wieder eine Aufnahmepause. Und dann gönne ich mir morgen mal wieder so 2-3 Welten. Vielleicht mache ich auch tatsächlich das reguläre von Welt 6 fertig. Weiß noch nicht genau. Und wann fange ich eigentlich mit den Spezialwelten an? Wirklich erst nach Welt 6-8? Oder fange ich die vielleicht... Vielleicht fange ich die Spezialwelten auch nach Welt 6-7 an. Aber da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig. Je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe. Für den Moment soll es aber erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.